Der Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1997 löste weltweit Entsetzen aus. Die Prinzessin der Herzen starb gemeinsam mit ihrem damaligen Liebhaber Dodi Al-Fayed nach einem tragischen Autounfall in Paris. Mehrere Fotografen, sogenannte Paparazzi, hatten Lady Di in ihrem Mercedes S280 mit Motorrädern und Autos quer durch die Stadt Paris gejagt. Im Pariser Alma-Tunnel verlor der Fahrer Henri Paul die Kontrolle über das Auto, geriet ins Schlingern und prallte mit 196 km/h gegen den 13. Betonpfeiler des Tunnels. Henri Paul und Dodi Al-Fayed waren sofort tot. Diana und ihr Bodyguard Trevor Rees-Jones wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Diana wurde damit Opfer der Medien. Mit 19 glaubt man, man sei auf alles vorbereitet. Ich liebte meinen Ehemann und ich wollte alles mit ihm teilen. Und ich dachte, dass wir auch ein gutes Team waren. Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Park House auf dem königlichen Gut Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk geboren. Sie war die dritte und jüngste Tochter von Edward John Spencer, dem 8. Earl Spencer und dessen erster Ehefrau Frances Wash. Spencers können ihren Stammbaum bis ins Jahr 1469 zurückverfolgen. Damals waren sie eine Familie wohlhabender Schafzüchter in Warwickshire. Im Jahre 1700 führten die Spencers ihren Stammbaum mit dem der Familie Churchill zusammen. Als Anna Churchill, die Tochter von John Churchill, dem 1. Duke of Marlborough, Charles Spencer, dem 3. Earl of Sunderland, ehelichte. Ein Nachfahre dieses Ehepaars ist neben Diana Spencer der britische Premierminister Winston Churchill. Die Spencers stammen außerdem von verschiedenen illegitimen Abkömmlingen der englischen Könige Karl II. Und Jacob II. Ab. Zu den Söhnen von Karl II., die zu Dianas Vorfahren gehören, zählen Henry Fitzroy, dem 1. Duke of Grafton, Charles Lennox, dem 1. Duke of Richmond und James Scott, dem 1. Duke of Monmouth. Von Jacob II. Stammt Diana durch dessen illegitime Tochter Henrietta Fitz-James ab, deren Mutter Jacobs geliebte Arabella Churchill war. Außerdem war Diana mit 8 verschiedenen US-Präsidenten verwandt, darunter George Washington und Franklin D. Roosevelt. John Spencer diente als Kammerherr bei George VI. Und Elizabeth II., während Dianas Großmütter Lady Cynthia Spencer und Lady Ruth Fermoy Hofdamen von Elizabeth Bowes Lyon waren. John und Frances Spencer hatten zum Zeitpunkt von Dianas Geburt bereits 2 ältere Töchter namens Sarah, die 1955 geboren wurde, und Jane, die 2 Jahre später zur Welt kam, warteten allerdings noch sehnlichst auf einen Erben. Im Januar 1960 hatte Frances Spencer einen Sohn namens John zur Welt gebracht, der allerdings 10 Stunden nach seiner Geburt verstarb. Als Frances Spencer darauf wieder schwanger wurde und eine Fehlgeburt erlitt, erhielt sie das vor ihrem Mann geheim. Dianas Geburt wurde in der Familie mit nur geringer Begeisterung gefeiert und ihre Eltern fanden für ihre jüngste Tochter erst nach einer Woche einen Namen. Frances Spencers Niederkunft wurde in der Times mit den Worten "Viscountess Althorpe brachte am Samstag eine Tochter zur Welt" bekannt gegeben. Diana, die am 30. August 1961 getauft wurde,
hatte 5 Paten, darunter John Floyd, der Vorsitzende von Christie's, und Lady Mary Coleman, eine Nichte von Elizabeth Bowes Lyon. Die Monate nach Dianas Geburt gehörten zu den schlimmsten in der Ehe der Spencers. John Spencer bestand darauf, dass seine Frau sich mehreren Fruchtbarkeitsbehandlungen unterzog. Die Ärzte sollten feststellen, weshalb sie stets nur Mädchen gebar. 1964 wurde dann der ersehnte Erbe Charles Spencer, der 9. Earl Spencer, geboren. Dennoch hatte diese Ehe für Francis Spencer ihren Reiz verloren. 1967 begann sie eine Affäre mit dem verheirateten Tapetentycoon Peter Shentkit. Nach der Trennung von seiner Frau setzte John Spencer vor Gericht durch, dass Norfolk als ständiger Wohnsitz seiner beiden jüngsten Kinder Diana und Charles anerkannt wurde. Schließlich reiste Francis Spencer ohne ihre Kinder ab. Diesen wurde gesagt, sie würde bald zurückkehren. Im Dezember 1968 reichte Francis Spencer die Scheidung ein. Als Begründung führte sie Gewalt in der Ehe an, eine Behauptung, die bis heute umstritten ist und John Spencers Unmut erregte. Die erwachsene Diana erinnerte sich, wie sie versteckt den Streitereien ihrer Eltern zuhörte. Im April 1969 erhielt John Spencer ein vorläufiges Scheidungsurteil zugestellt und einen Monat später heiratete Francis Spencer den mittlerweile geschiedenen Peter Shentkit. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Diana in ihrem Geburtshaus Park House, wo sie später von einer Gouvernante unterrichtet wurde. Als ihr Großvater Albert Spencer, der 7. Earl Spencer, am 9. Juni 1975 starb, erbte ihr Vater John Spencer die Earlswürde. Die Familie zog nach Althorp in Northamptonshire, wo sich der Familiensitz Althorp House befindet. Diana kam mit 9 Jahren in das Internat Brittleworth Hall, galt aber nur als durchschnittliche Schülerin, während ihre Geschwister exzellente schulische Leistungen erbrachten. 1978 besuchte Diana das Institut Alpin Vite-Manette, ein Mädchenpensionat im schweizerischen Rougemont, das sie nach 3 Monaten allerdings wieder verließ. In den 1970er Jahren war es in Großbritannien für höhere Töchter aus gutem Haus durchaus üblich, die Schule mit 16 Jahren ohne Qualifikation zu verlassen und bis zu einer gewinnbringenden Heirat als Babysitterin oder Hausangestellte zu arbeiten. Ab 1978 ging Diana verschiedenen beruflichen Tätigkeiten nach. Sie betätigte sich als Babysitterin und Kindergartenhilfe. Anfang 1979 fand sie eine Stelle als Tanzlehrerin. Im Sommer zog sie mit einigen Freundinnen in ein Londoner Apartment. Von Herbst 1979 bis zu ihrer Hochzeit mit Prinz Charles arbeitete Diana als Kindergärtnerin im Young England Kindergarten im Londoner Stadtteil Pimlico. Diana lernte Prinz Charles im November 1977 bei einer Jagdgesellschaft auf dem Familiensitz der Spencers kennen. Sie wurde vom königlichen Hof als die geeignete zukünftige Königin betrachtet, nachdem sie im April 1978 anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester Jane Spencer mit Robert Fellows, dem stellvertretenden Privatsekretär von Königin Elizabeth II., angenehm aufgefallen war. Bei der Feier von Prinz Charles' 30. Geburtstag im November 1978 machte Diana durch ihr angenehmes Auftreten erneut von sich reden. Als eine der führenden Adelsfamilien Englands brachten die Spencers die besten Voraussetzungen für eine Verschwägerung mit der Königsfamilie mit. Außerdem musste die Braut des Prince of Wales eine protestantische Erziehung erhalten haben und Jungfrau sein. Beides traf auf Diana zu. Sowohl die britische Königsfamilie als auch Mitglieder von Dianas Familie sorgten immer öfter dafür, dass Diana im Blickfeld des Prince of Wales auftauchte.
Prinz Charles und Camilla Shand, später verheiratete Parker Bowles, hatten sich im Frühsommer 1971 kennengelernt und Charles hatte ihr im Dezember 1972 seine Liebe erklärt, ohne ihr allerdings einen Heiratsantrag zu machen. Im Juli 1973 heiratete Camilla Shand dann Major Andrew Parker Bowles. Zu diesem Zeitpunkt spielte die britische Boulevardpresse stets dasselbe Spiel. Eine junge Frau wurde mit viel Aufwand als die nächste Königin von England dargestellt, bis jemand in ihrer Biografie einen Skandal entdeckte, der sie disqualifizierte. Spencer war mit Prinz Charles liiert, doch als sie im Februar 1978 zwei Klatschreportern ein Interview gab, in dem sie unter anderem von ihrem Alkoholkonsum im Internat, ihrem Schulverweis und ihrer Anorexie berichtete, wurden jegliche Pläne, sie könnte die Gattin des Thronfolgers werden, aufgegeben. Die Beziehung zwischen Diana und Charles begann im Juli 1980, als der Thronfolger Diana zu einem Polospiel in Sussex einlud. Im August lud er sie nach Cowes, im September nach Balmoral Castle ein. Am 8. September 1980 war das britische Boulevardblatt The Sun die erste Zeitung, die den Rufnamen Lady Di verwendete. Als die Regenbogenpresse begann, über die Beziehung des Thronfolgers zu Diana Spencer zu berichten, dachten viele Leser, dass das Verhältnis nicht allzu lange andauern würde. Allerdings erschien am 17. September 1980 im Evening Standard ein Foto von Diana, das einen unvergesslichen Eindruck hinterließ. Diana wurde genau in dem Augenblick mit einem Kind auf dem Arm auf dem Gelände des Young England Kindergartens fotografiert, als die Sonne hinter einer Wolke hervorkam. Dadurch wirkte Dianas Baumwollrock durchscheinend und ihre Beine wurden in voller Länge sichtbar. Die Fotografie hatte allerdings keine negativen Auswirkungen auf Dianas Beziehung zu Prinz Charles. Wie üblich bemühte sich die Presse in Dianas Vergangenheit, kompromittierende Ereignisse zu entdecken, doch es gelang ihr nicht. Am 6. Februar 1981 machte Charles Diana auf Windsor Castle einen Heiratsantrag. Später erzählte Diana Andrew Morton, es war, als hätte er mich zur Pflicht gerufen, dass ich hinausgehen und mit dem Volk arbeiten solle. Dianas Mutter Frances Shand Kidd war die einzige in Dianas Umfeld, die ernste Bedenken äußerte. Eine enge Freundin von Frances Shand Kidd enthüllte, letztere habe alles unternommen, um Diana von der Heirat mit Charles abzubringen, da sie Parallelen zwischen der Beziehung ihrer Tochter und ihrer ersten Ehe mit John Spencer gesehen hätte. Am 24. Februar 1981 gab der Buckingham Palace die offizielle Verlobung des Paares bekannt. Als Charles und Diana an diesem Tag von der BBC interviewt wurden, antwortete Prinz Charles auf die Frage, ob er verliebt sei. Of course. Whatever in love means. Well, it obviously means, obviously means two very happy people. Yes. Once again, congratulations. Well, from us, congratulations. Thank you very much. Very kind. Diese Einschränkung sollte ihn fortan verfolgen. Doch seine Bemerkung wurde in keiner der Zeitungen, die über die Sendung berichteten, abgedruckt. Offenbar wollte niemand den Zauber stören, urteilt Tina Brown. Diana wählte einen Verlobungsring im Wert von 30.000 Pfund Sterling. What about the proposal, Your Royal Highness? How did that come about? Well, I asked Diana before she went to Australia, two or three days before, because I thought it'd be a good idea that, apart from anything else, if she went to Australia, she could then think about it. Aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihr nun zuteil wurde, beschäftigte sich Diana zwanghaft mit ihrem Aussehen. Es begann eine bulimische Episode, sodass sie zwischen März und Juli 1981 über 6 Kilogramm abnahm. Die Krankheit sollte später chronisch werden. Thank you.
Das Großereignis fand am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral und nicht in der normalerweise für königliche Hochzeiten vorgesehenen Westminster Abbey statt, da in der Westminster Abbey zu wenig Platz für die Gäste war. It has big sleeves with deep lace flounces at the elbow. It has a very, very long train. And if you asked just a little girl to... The bride is greeted by a fanfare sounded by the state trumpeters under the portico of St. Paul's. She takes her father's arm, and Earl Spencer, who was so seriously ill so recently, had a very serious cerebral hemorrhage, but who with great courage faces this day, not just with courage, but with relish and with enjoyment, facing the long walk all through this cathedral. And that fanfare was the first notice that the bridegroom would have, that his bride had actually arrived. But he cannot know what a beautiful sight awaits him as she joins him at the altar. There used a dome, the Queen too, obviously moved by this occasion as her eldest son and the loving grandmother, who knows this girl well. In 1699-1797, the procession of the bride begins, and the groom and his two supporters make their way. Die Trauungszeremonie folgte den Riten der Church of England bis auf das Geloben von Gehorsam. 3500 Menschen waren in der Kathedrale anwesend. Die Fernsehübertragung des Ereignisses erreichte mit weltweit mehr als 750 Millionen Zuschauern Rekordeinschaltquoten. Wenn man die Zuhörer mit einbezieht, die die Hochzeit per Radio mitverfolgten, kommt man auf ein Publikum von über einer Milliarde Menschen. Als Diana von Clarel's House zur St. Paul's Cathedral fuhr, säumten 2 Millionen Schaulustige die Straßen mit 4000 Polizisten im Einsatz. I, Charles Philip Arthur George. I, Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Francis. Take thee, Diana Francis. To my wedded wife. To my wedded wife. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Till death us do part. Till death us do part. According to God's holy law. According to God's holy law. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my troth. I, Diana Francis. I, Diana Francis. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. To my wedded husband. To my wedded husband. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. From this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. Love and to cherish. Till death us do part. Till death us do part. According to God's holy law. According to God's holy law. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my troth. Während der Zeremonie sagte Diana die Vornamen ihres Bräutigams in einer falschen Reihenfolge auf, sodass Charles scherzte, sie hat soeben meinen Vater geheiratet.
Dianas Brautkleid, dessen Wert 9000 Pfund Sterling betrug, war von dem britischen Modedesigner David Emanuel entworfen worden. Der Tag der Trauung wurde in Großbritannien zu einem nationalen Feiertag erklärt. In einem Interview im Jahre 1992 behauptete Diana, es sei der schrecklichste Tag in ihrem Leben gewesen. Amen. Let us pray. Durch die Eheschließung erhielt Diana den Titel Ihre Königliche Hoheit, the Princess of Wales. Allerdings trug sie nie die Titel Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Diana oder Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Diana von Wales. Diana war seit der Hochzeit von Lady Anne Hyde mit Jacob II. Im Jahr 1659 die erste Engländerin, die einem britischen Thronfolger das Ja-Wort gab. Elizabeth Bowes Lyon, die spätere Gemahlin von König George VI., auch bekannt als Queen Mum, war hingegen keine Engländerin, sondern Schottin. Anthem in a new arrangement by the director of the Royal College of Music. A cap holder appears with cap and gloves. The bride now has her wonderful bouquet of flowers again. And when they arrive at the west door, what a welcome there will be, because outside we have heard all during the wedding ceremony, the almost medieval cheers, every time a vow was taken, every time a blessing was pronounced, the cheers rang out and came to us through the stout wall. Riders in their ascot liveries, the footmen in their state liveries, the royal family come from the west door, the Duke of Northumberland there, the Lord Steward with the wand of office. And this
This is where people have been sleeping on the pavements, staking their claims since early Monday afternoon. Well, they've been rewarded now. The Duke of Gloucester there behind, Viscount Linley. The whole family clustering on the steps of St. Paul's to wave the couple off on their way back to Buckingham Palace. Queen Mother, who looked a great deal at the young couple during the service, wishing them well, I'm sure, because she knows the feeling to ride to church as a commoner and come back as a royal lady. Diana wurde in den folgenden Jahren ohne Unterlass von Reportern verfolgt. Am 21. Juni 1982 wurde ihr Sohn William geboren. Der Wirbel, den die Medien um die bevorstehende Geburt gemacht hatten, hatte Diana das Gefühl gegeben, ganz England liege mit ihr in den Wehen. Sie erkrankte anschließend an einer postnatalen Depression. Je mehr Aufmerksamkeit Diana von der Weltöffentlichkeit bekam, desto mehr schwand Charles' Interesse an ihr. Auch Francis Shand Kidd betrachtete das Aufhebens, das die Medien um ihre Tochter machten, mit gemischten Gefühlen, und ihre Ehe litt unter der Last des Starrummels um Diana. Am 14. September 1982 starb Fürstin Grazia Patrizia von Monaco an den Folgen eines Autounfalls, und Diana, die der Beerdigung als einziges Mitglied der britischen Königsfamilie beiwohnte, erntete Bewunderung für ihre würdevolle Haltung, die sie trotz mehrerer Pannen beibehielt. Innerhalb der königlichen Familie wurde ihr Auftritt, der von der Presse gelobt wurde, jedoch nicht gewürdigt. Während einer sechswöchigen Australien- und Neuseeland-Reise im März 1983 manifestierte sich Dianas Bild als globale und vielseitig umjubelte Berühmtheit endgültig, was Prinz Charles sehr missfiel. Die Medien berichteten fast ausschließlich über seine Frau. Hinzu kam, dass die Reise einem ernsthaften politischen Zweck diente. Man wollte die zunehmend republikanisch gesinnten Australier vom Wert der britischen Monarchie wieder überzeugen. Am 15. September 1984 wurde ihr Sohn Prinz Harry geboren. Zu dieser Zeit befand sich Dianas Ehe mit Prinz Charles bereits in einer schweren Krise, von der jedoch nach außen zunächst nichts bekannt wurde. Zwei von Dianas Biografen, Anthony Holden und James Whittaker, führen das Scheitern der Ehe darauf zurück, dass Camilla Parker Bowles in Charles' Leben wieder einen wichtigen Platz einnahm. Wie Holden und Whittaker ist Brown der Meinung, dass Charles sich 1983 wieder vollends Camilla Parker Bowles zuwandte, was Diana nicht verborgen blieb. I asked why we did it.
rising now, so get a little bit more of it. Im November 1985 statteten Diana und Charles dem damaligen amerikanischen Präsidentenpaar Ronald und Nancy Reagan anlässlich eines Staatsbanketts einen Besuch ab. Am 9. November tanzte Diana mit dem US-amerikanischen Filmschauspieler John Travolta im East Room des Weißen Hauses zu den Klängen von Saturday Night Fever. Bis heute hält sich das Gerücht, dass Diana 1985-86 mit ihrem Leibwächter Barry Manicky ein Verhältnis hatte. Manicky, ab 1985 für ihren Schutz zuständig, begleitete sie in jener Zeit auf Reisen nach Italien, Australien und Amerika, und Diana genoss seinen beruhigenden Einfluss bei öffentlichen Auftritten. James Hewitt gibt in seinem Buch Love and War an, Diana habe ihm gesagt, sie und Manicky seien ein Paar gewesen. Die Leibwächter Ken Wharf und Colin Tabbett widersprechen diesem Gerücht. Sie glauben, dieses sei von eifersüchtigen Angestellten erfunden worden. Nachdem Diana und Manicky am 22. Juli 1986 von Prinz Charles Leibwächtern in einer verfänglichen Situation ertappt worden waren, wurde Manicky aus königlichen Diensten abgezogen. Er starb am 22. Mai 1987 bei einem Motorradunfall. Diana war stets überzeugt, dass er ermordet worden sei. Am 23. Juli 1986 heiratete Prinz Andrew die bürgerliche Sarah Ferguson. Diana war von Fergusons Aufnahme in die königliche Familie begeistert, da sie in der frisch vermählten Duchess of York und entfernten Cousine eine Verbündete sah. Später jedoch konkurrierten die beiden als Rivalinnen um die Gunst der Presse. Während Ferguson ihre Schwägerin während ihres mondänen Auftretens beneidete, war Diana auf Fergusons gute Beziehungen zur Königsfamilie eifersüchtig. Diana hegte die vergebliche Hoffnung, die Anerkennung von Königin Elizabeth II. Zu erhalten, doch die beiden Frauen wiesen nur wenige Gemeinsamkeiten auf. Another wave, and the horses move off. Ein weiteres Problem stellte außerdem Dianas Eifersucht auf Camilla Parker Bowles dar. Kein Mitglied der Königsfamilie konnte Charles' Beziehung zu Camilla Parker Bowles gutheißen. Doch Elizabeth II. Gehörte Tina Brown zufolge einer Generation an, indem er ähnliche Untreue entschlossen ignorierte. Dies gelang Diana jedoch nicht, und ihre Bulimie verstärkte sich. Im Sommer 1986 gestand sie ihrer Schwester Jane Fellows,
dass sie sich nach einem Streit mit Charles Schnitte an Brust und Schenkeln beigebracht hätte. In den späten 1980er Jahren bereits zerbrach Dianas Ehe mit Prinz Charles. Diana litt weiterhin unter Bulimie und Depressionen. Über ihren Gesundheitszustand hatte es in der Öffentlichkeit jahrelang Spekulationen gegeben. Spencer to the most photographed, the most. Am 20. November 1995 gab Diana in ihrem Wohnzimmer im Kensington Palace dem Journalisten Martin Bashir von der BBC ein Interview. Sie wollte damit das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr gewonnen hatte, wieder zu ihren Gunsten verändern. Die Ereignisse überschlugen sich. Nachdem Diana Leck Burke am 14. Dezember 1995 öffentlich unterstellt hatte, ein Kind abgetrieben zu haben, dessen Vater Prinz Charles gewesen wäre, fasste Elizabeth II. Den Entschluss, die Ehe ihres Sohnes beenden zu lassen. Diese Entscheidung wurde von der Regierung einstimmig akzeptiert. Für alle Minister im Kabinett der Tories war die Vorstellung, Diana könne noch Königin werden, grotesk. Am 20. Dezember 1995 erhielt Diana einen handgeschriebenen Brief von ihrer Schwiegermutter, in dem stand, dass letztere die Angelegenheit mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Premierminister besprochen habe. Beide seien zu dem Schluss gekommen, dass eine Scheidung die beste Lösung sei. Diana war nahe einem Zusammenbruch. Am beeindruckendsten war eigentlich die Aufmerksamkeit der Medien. Meinem Mann und mir wurde gesagt, mit der Verlobung würden die Medien Ruhe geben. Aber das war nicht so und das hat sehr beeinträchtigt. Im Laufe der Jahre erkennt man plötzlich, dass man nur ein gut verkäufliches Produkt ist, dass Leute mit einem Geld machen wollen. Ganz bestimmt. Aber der Druck der Medien auf uns beide war so groß. Wir waren auf Hochzeitsreise in Australien und da habe ich gemerkt, dass sich die Medien mehr um mich als um ihn gekümmert haben. Ich fand das unfair, ich wollte es mit ihm teilen. Das hat ihn gestört. Und es führte zur Eifersucht von vielerlei Seiten und ergab komplizierte Situationen. Nein, nein. Wenn man Bulimie hat, schämt man sich für sich selber, man hasst sich. Man bespricht das nicht mit anderen Menschen. Das Tückische ist, dass man weder zu noch abnimmt. Man kann so tun, als wäre alles ganz normal. Ihr Anwalt Anthony Julius riet ihr, nicht sofort in eine Scheidung einzuwilligen und genug Zeit verstreichen zu lassen. Julius und Diana errechneten eine Summe von 17 Millionen Pfund Sterling, die notwendig seien, um Dianas Status und ihre Sicherheit aufrechtzuerhalten. Am 15. Februar 1996 entschied die Königin Elizabeth II., dass Diana sich weiterhin im selben Umfang wie zuvor um ihre Söhne kümmern solle. Des Weiteren dürfe Diana sich weiterhin im St. James Palast und im Kensington Palast aufhalten. Obwohl Diana weiterhin den Titel Prinzessin von Wales führen konnte, wurde ihr das Prädikat Her Royal Highness aberkannt. Der Verlust dieses Prädikats war für Diana insofern problematisch, als sich ihre Möglichkeiten mit der Rücknahme der königlichen Initialen verringern würden. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Prinz Charles willigte sie in die Scheidung ein, unter der Bedingung, dass die Forderungen ihrer Rechtsanwälte erfüllt würden. Am 13. Juli 1996 wurde die ausgehandelte Scheidungsvereinbarung unterschrieben, mit der sie zwar ihren Titel verlor, aber finanzielle Unabhängigkeit gewann. Neben der Summe, die sie und ihr Anwalt errechnet hatten, sollte sie von nun an alljährlich 400.000 Pfund für ihr Büro erhalten. Am 28. August 1996 wurde die Ehe des Prinz und der Princess of Wales geschieden. Nach der Scheidung reduzierte Diana ihr Personal im Kensington Palace. Außerdem verringerte Diana ihr Engagement im Wohltätigkeitsbereich. Diana brach mit Sarah Ferguson, als diese ihre Memoiren veröffentlichte und sich an einer Stelle negativ über ihre frühere Schwägerin äußerte. Obwohl Ferguson sie um Verzeihung bat, weigerte sich Diana, sich mit ihr zu versöhnen. Dafür wurde Rayne Spencer, mit der sich Diana 1993 versöhnt hatte, zu einer neuen Verbündeten.
Die Jahre der Trennung von Charles ließen Raine Spencer in einem neuen Licht erscheinen. Im ersten Jahr nach der Scheidung normalisierte sich Dianas Beziehung zu Charles. Außerdem stabilisierte sich Dianas Privatleben. Wenige Wochen später, im Sommer 1997, verbrachte Diana auffällig viel Zeit mit ihrem damaligen Freund Dodi Al-Fayed. Am 30. August 1997 um 21.35 Uhr brachen Diana und Dodi Al-Fayed von Dodis Wohnung in Richtung Chez Benoit auf, einem Restaurant in der Nähe des Centre Pompidou. Dodi war von den anwesenden Paparazzi irritiert und befahl seinem Fahrer, nach 10 Minuten Fahrt zum Pariser Hotel Ritz zurückzufahren. Dort wollte er mit Diana zu Abend essen. Das Paar betrat das Hotel um 21.53 Uhr. François Tondil, der Sicherheitsbeamte in dieser Nacht, war wegen der Fotografen derart beunruhigt, dass er Henri Paul, den Sicherheitschef des Hotels, herbeizitierte, obwohl dieser eigentlich dienstfrei hatte. Während Dodis und Dianas Abendessen warteten zwei Leibwächter in der Bar Vendôme des Hotels, wo sich Henri Paul zu ihnen gesellte. Dieser trank zwei Gläser von einem wohl gelblichen Getränk, das die Leibwächter irrtümlicherweise für Ananassaft hielten. Um 0.06 Uhr am 31. August 1997 verließen Diana und Dodi die Präsidentensuite des Hotels und gingen zum Personalaufzug im ersten Stock. Und 14 Minuten später fuhren Henri Paul, Diana, Dodi und der Leibwächter Treveris Jones in einem Mercedes S280 los. Paul sollte Diana und Dodi zu dessen Wohnung in der Rue Arsène-Houssay bringen. 0.25 Uhr Ortszeit verunglückte der Wagen in der Alma-Unterführung nahe der Alma-Brücke. Der Mercedes-Benz prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Dianas Partner Dodi Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul starben noch am Unfallort. Ein Foto, von dem eine Zeit lang behauptet wurde, dessen Blitzlicht habe den Fahrer geblendet und so den Unfall mitverursacht, war nachweislich bereits bei der Abfahrt beim Hotel Ritz entstanden. Die dem Mercedes folgenden Paparazzi trafen erst nach dem Unfall im Tunnel ein. Mehrere Gerichtsverfahren stuften das Unglück inzwischen als einen Unfall ein. Keiner der Insassen war angeschnallt. Al-Fayeds Leibwächter Treveris Jones überlebte den Unfall mit schweren Gesichtsverletzungen. Diana war nicht sofort tot. Sie starb wenige Stunden nach dem Unfall an den Folgen ihrer schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus Petit-Salpêtrière. Gegen 4 Uhr morgens wurde sie offiziell für tot erklärt. Es stellte sich heraus, dass Henri Paul vor der Fahrt wohl das Antidepressivum Prozac und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholismus Thiabridal zu sich genommen hatte und mit 1,8 Promille Alkohol mehr als das Dreifache des gesetzlich erlaubten Promillewerts aufwies. Kurz nach ihrem Tod wurde Diana von Jean Monceau ohne die nach französischem Recht erforderlichen Einwilligungen einbalsamiert, weil sie aus Sicherheitsgründen nicht in einer gewöhnlichen, gekühlten Leichenhalle aufgebahrt war und sonst schnell verwest wäre. Es hält sich das Gerücht, der MI6 hätte dies veranlasst, um eine Schwangerschaft zu vertuschen. Die Trauerfeier in der Westminster Abbey fand am 6. September statt. Als enger Freund der Verstorbenen sang der britische Popmusiker Elton John bei der Feier eine mit neuem Text versehene Version seines alten Liedes Candle in the Wind.
Als Königin Elizabeth II. Den Buckingham Palace verließ, wurde die königliche Standarte durch den Union Jack ersetzt und auf Halbmast gesetzt. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, make you perfect in every good work to do his will. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and all you love, now and forevermore. Amen. Etwa 3 Millionen Menschen sahen den Trauerzug durch London. Angeblich rund 2,5 Milliarden Menschen verfolgten weltweit im Fernsehen die Trauerfeier, die damit das bisher meistgesehene Medienereignis gewesen sein soll. Diana wurde im engsten Familienkreis in Althorp auf dem Familiensitz der Spencers beigesetzt. In ihren Händen hielt sie ein Bild ihrer beiden Söhne und einen Rosenkranz,
ein Geschenk von Mutter Teresa. Earl Spencer touched on this too, was Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. Was ich Ihnen nun sage als Königin und als Großmutter, das sage ich jetzt von Herzen. I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. Zuerst will ich Diana meine Achtung zollen. Sie war ein außergewöhnlicher und talentierter Mensch. In guten wie in schlechten Zeiten verlor sie weder ihre Fähigkeit zu lächeln und zu lachen, noch andere zu inspirieren durch ihre Wärme und Güte. Energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. Die Ursachen des Unfalls sind, vor allem aufgrund ihrer Popularität, bis heute Gegenstand vieler Spekulationen und Verschwörungstheorien in der Boulevardpresse. Die Ermittlungen zum Tod von Diana wurden im Februar 2004 von den britischen Behörden erneut aufgenommen, nachdem Zweifel an den Ergebnissen der Untersuchungen der französischen Behörden aufgekommen und Gerüchte aufgetaucht waren, dass staatliche Stellen an einem Mordkomplott beteiligt gewesen seien. Ein französischer Journalist berichtete von Einschüchterungsversuchen seitens der Polizei, falls er weiterhin ermitteln sollte. Eine vollständige Rekonstruktion des Unfalls ist aber nicht mehr möglich, da nicht mehr alle Teile des Unfallwagens existieren. Zunächst musste das Wrack noch im Tunnel aufgeschnitten werden, um Diana und Trevor Rees Jones herausholen zu können. Gemäß Aussage der französischen Behörden habe dann ein Feuer im Lager des Justizministeriums Teile des Wracks zerstört. Diana war die Prinzessin der Herzen. Dianas Geschichte bleibt ein Märchen. Leider eines ohne Happy End.